Herzlich willkommen zu den OFTV News. Wir kommen zu Beginn der Sendung zu den aktuellen Corona-Zahlen in Stadt und Kreis. Die Inzidenz in der Stadt liegt bei 2414,2 bei bisher etwas über 100.000 geimpften Dosen. Der Kreis vermeldet 1.184 Neuinfektionen und zwei weitere Todesfälle bei einer Inzidenz von 1.807,4. Das Land Hessen hat angekündigt, die Zutrittsregeln zu Geschäften zu ändern. Die 2G-Regelung im Einzelhandel würde somit wegfallen. Stattdessen wird eine einheitliche FFP2-Maskenpflicht geplant, wohl auch in Supermärkten. Offenbach hat die Kontrollen in den Geschäften in den letzten Tagen somit schon eingestellt. Eine Erleichterung auch für die Stadtpolizei. Die Regelung verschaffe der Stadtpolizei mehr Zeit für andere wichtige Aufgaben, so Paul-Gerhard Weiß, Ordnungsdezernent der Stadt. Annette Schweikert-Paul ist im Alter von 68 Jahren gestorben. Die Verstorbene übernahm sowohl im Magistrat als auch in der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rottgau Verantwortung und vertrat die Interessen ihrer Wählerinnen und Wähler. Annette Schweikert-Paul saß als gewähltes Mitglied für die CDU von April 1977 bis März 1989 und von April 2001 bis zu ihrem Tod im Stadtparlament. Außerdem war sie von 1977 bis 1981 Kreistagsabgeordnete. Sie wird Mittwochvormittag beigesetzt. Die Bahn erneuert Weichen rund um die S-Bahn-Station Offenbach Ost. Die Anwohner sind deshalb gewarnt, dass es vom 14. Februar bis zum 9. Mai zu Lärm- und Staubbelästigung kommen kann. Der zuteil vollständige Austausch von Weichen erfordert schweres Gerät, das auch nachts keinen Halt macht. Schlafen mit offenen Fenstern wird ab Mitte Februar also nicht mehr ganz so leicht. Die teils lästige Suche nach dem passenden Kleingeld an Parkautomaten hat in Offenbach ein Ende. Ab sofort können alle Autofahrer in Offenbach ihre Parkscheine ganz einfach mit dem Smartphone zahlen. Das Unternehmen Parkster hat dafür eine passende App entwickelt und ist Partner für die Stadt Offenbach. Mit dem Handyparken schaffen wir für die Bürgerinnen und Bürger eine zeitgemäße Alternative zum Bezahlen am Automaten. So Paul-Gerhard Weiß, Dezernent für die Bereiche Stadtplanung, Ordnung und Bildung in Offenbach. Seit mehreren Jahren versucht man, den gekippten Schultheißweiher in Offenbach wieder zu stabilisieren. Der Klimawandel und seine Folgen machten bisher allerdings einen Strich durch diese Rechnung. Blaualgen, Fische sterben, Gänseplage. Eine Phosphateliminationsanlage soll ab Frühjahr für die Wende sorgen. Zu diesem Thema sprechen wir mit Heike Hollerbach, Amtsleiterin für Umwelt, Energie und Klimaschutz. Hallo Frau Hollerbach, schön, dass Sie die Zeit gefunden haben. Ich grüße Sie. Eine Phosphateliminationsanlage, das ist ein Zungenbrecher. Aber was kann man sich denn technisch darunter vorstellen? Technisch ist das so etwas wie ein großer Staubsauger. Also Sie müssen sich vorstellen, da gibt es an einer Stelle gibt es einen Behälter, der hat zwei Saugrüssel. Der eine zieht aus dem Schultheißweiher das Wasser und dann wird das in diesem Container verarbeitet. Dort wird das Phosphat herausgenommen, also das flockt aus. Das muss man sich vorstellen wie saure Milch. Und dann gibt es das frische Wasser, kommt wieder durch die zweite Leitung in den Schultheißweiher zurück. Welche Faktoren belasten denn den Schultheißweiher besonders? Ist Phosphat einer davon? Ja, Phosphat ist einer davon, aber es ist hauptsächlich der Klimawandel, also die Auswirkungen, die wir in den letzten 10, 20 Jahren ja verstärkt merken, ist diese extreme Hitze, die wir im Frühjahr und teilweise auch im Sommer haben. Die Einwirkung natürlich, dass das Grundwasser zurückgeht. Der Schultheißweiher wird über das Grundwasser gespeist und dann haben wir das Problem, dass ganz viel Eintrag von außen, also Phosphateintrag von außen, einerseits durch die Landwirtschaft, andererseits durch die Vogelpopulation erfolgt. Die Wasserpflanzen, die ja ein natürlicher Filter sind, können dann nicht wachsen und gedeihen. Die werden dann von den Sumpfkrebsen noch abgefressen und den entsprechenden, sage ich mal, kritischen Fischen, die da drinne sind. Und das alles subsumiert sich dann zu einer schwierigen Gemengenlage. Und der Schultheißweiher kann sich jährlich nicht mehr erholen, von selbst. Wann plant man denn mit der Benutzung dieser Anlage? Vielleicht schon dieses Frühjahr? Ja, wir sind jetzt dran. Also die Liefertermine sind im Moment perspektivisch schon auf das Frühjahr jetzt angekündigt. Wir können es noch nicht genau sagen aufs Datum,
Aber auf jeden Fall rechnen wir damit, dass wir noch vor Beginn der Badesaison am 1. Mai die Anlage aufstellen können. Was man sich natürlich dann anschauen muss, weil das ist ein Pilotprojekt, das gibt es bundesweit so noch nicht in einem Weiher dieser Größe und vor allen Dingen nicht in einem Badesee. Wir müssen uns dann anschauen, wie diese Anlage wirkt. Das hängt auch ein bisschen von diesem Filtermittel, von diesem Substrat ab, das in dem Container ist und dieses Phosphat aufnimmt. Das wird wissenschaftlich eng begleitet. Also wir werden auf jeden Fall mehrere Versuchsjahre haben, bis man das richtig eingestellt hat. Also da wird man immer genau schauen müssen, an welcher Schraube muss man noch drehen, sodass wir nicht versprechen können, dass wir eine durchgehende Badesaison haben. Es kann durchaus sein, dass wir auch dieses Jahr oder nächstes Jahr immer noch mal zumachen müssen, aber langfristig betrachtet wird sich eine Verbesserung einstellen. Vielen Dank, Frau Hollerbach, für dieses aufklärende Gespräch. Danke sehr. Gern geschehen, ein schönes Wochenende. Ihnen auch. Seligenstadt freut sich über einen weiteren Schritt in Richtung E-Mobilität. Zwei weitere E-Ladesäulen mit vier Ladepunkten sind am Bahnhof in Betrieb gegangen. Bereits im letzten Jahr schaffte die Einhardtstadt 14 neue Lademöglichkeiten. Immer mehr E-Fahrzeuge werden registriert. Der Ausbau käme den Seligenstädter Bürgern und Gästen von außerhalb zugute, so Bürgermeister Dr. Bastian. Unser Gast im Studio ist Markus Leonard vom Gewerbeverein Heusenstamm. Mit ihm möchte ich über eine neue Heusenstammer Bonuskarte für den Einzelhandel sprechen. Hallo, Herr Leonard. Schönen guten Tag. Es gab schon mal eine Extrakarte in Heusenstamm. Die wurde allerdings letztes Jahr abgeschafft. Jetzt gibt es eine neue Idee, eine Bonuskarte. Was ist denn an ihr besser? Die Extrakarte war ja sehr lange im Einsatz und hat auch zuverlässig ihre Dienste geleistet. Allerdings hat die nicht mehr den Datenschutz Bestimmungen genügt und wir mussten die einfach aus dem Verkehr ziehen. Die Bonuskarte, die wir jetzt einführen, ist im Prinzip eine Aktion unter Einzelhändlern oder von Einzelhändlern und es wird sich weisen, ob die längere Zeit Bestand haben wird. Das ist zunächst wirklich eine Aktion. Der Einzelhandel soll also davon auch profitieren. Wer ist denn schon alles dabei? Es sind jetzt mittlerweile sechs Einzelhändler fest dabei aus unterschiedlichen Branchen, Spielzeug, aus dem Bereich der Spirituosen, des Spirituosenverkaufs, Sportgeschäfte, Blumen, Mode. Also wir haben eine bunte Palette. Und kann da jeder Heusenstammer Unternehmen, jedes Unternehmen mitmachen? Alle Unternehmen, die Mitglied im Gewerbeverein sind, sind herzlich eingeladen, da mitzuwirken. Es ist zunächst mal auf die Einzelhändler beschränkt, weil es eben ein Pilotprojekt ist. Der Einzelhandel leidet natürlich vor allem jetzt unter Corona, davor aber auch schon an der Digitalisierung. Viel mehr wird online gekauft. Was erhofft man sich mit diesem Pilotprojekt für den Einzelhandel? Das Pilotprojekt ist so angelegt, dass der Bürger hier in Heusenstamm, der ja, wie wir alle, ein Gewohnheitstier ist und in den ihm bekannten Läden seine Einkäufe tätigt, dass der merkt, huch, es gibt ja noch viel mehr Läden, von denen wusste ich gar nichts. Und das ist wie so eine Art Schnitzeljagd, muss man sich das vorstellen. Man geht in das eine Geschäft, erhält da einen Stempel und dann ist die Adresse oder die ganzen Adressen der teilnehmenden Einzelhändler sind aufgeführt in dem Heft. Dann geht man in das nächste Geschäft, holt sich dort einen Stempel. Das ist wie gesagt eine Schnitzeljagd. Und wenn man von Geschäft zu Geschäft gegangen ist und entsprechend, wir gehen mal von 10 teilnehmenden Einzelhändlern aus, und dieses kleine Heftchen dann voll gestempelt ist, dann hat zunächst mal derjenige oder diejenige, die durch die Geschäfte gegangen ist, alle Geschäfte kennengelernt, davon Geschäfte, die in denen er vielleicht vorher noch gar nicht drin war und kann dann einen Preis gewinnen. Okay, also ein Erfolg für Einzelhandel und auch für die Kunden. Wann soll Genau. denn das Projekt an den Start gehen? Also wir planen am 1.3. damit an den Start zu gehen. Da ist das Heft auch dann gedruckt. Jeder Einzelhändler bekommt 100 von diesen Heften. Die werden also aktiv an die Kunden ausgeteilt mit der Instruktion, möchte ich mal so sagen, hier bitte geht auch mal da und da und dorthin. Und dann hoffen wir doch, dass das der Erfolg wird, von dem wir ausgehen, dass er das auch wird. Ja, Herr Leonard, vielen Dank für das Gespräch und viel Erfolg für die Einzelhandelszukunft. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
OFTV hat in den vergangenen Jahren wiederholt aus dem Kreistag Offenbach Sitzungen übertragen. Diese erfreuten sich großer Resonanz. Aktuell kommt es in vielen Stadtparlamenten zu Bestrebungen, künftig Stadtverordneten-Sitzungen und Kreistage live zu veröffentlichen. Dazu muss vielerorts die Geschäftsordnung gemäß der hessischen Gemeindeordnung angepasst werden. Im Kreistag liegt ein entsprechender Antrag der FDP-Fraktion bereits vor. Über den soll am kommenden Mittwoch entschieden werden. In dieser öffentlichen Sitzung wird auch Landrat Oliver Quilling nach seiner Wiederwahl im Amt bestätigt. Das waren die OFTV News. Ich wünsche Ihnen jetzt noch viel Spaß mit unserem weiteren Programm. Hier geht's gleich weiter mit dem Wetter.